Die Sache wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit dem Baron ins Geschrei. Mein Haus wird verrufen. Er war nicht da? Ferdinand. Der Himmel und Ferdinand kreisen an meiner blutenden Seele. Ich fürchte. Wo er wohl jetzt ist? Wer kann den Bund zweier Herzen lösen oder die Töne eines Akkords auseinanderreißen? Du bist des Präsidenten Sohn. Ja. Ich bin des Präsidenten Sohn. Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die ihrigen sind. Ihre Glückseligkeit, Vater, macht sich nur selten anders als durch Verderben bekannt. Um Mitternacht fährt ein Wagen hier vor. Ihr werft euch rein. Wir fliegen. Und der Fluch deines Vaters uns nach? Ein Fluch, der als Flüchtlinge unbarmherzig wie ein Gespenst von Meer zu Meer jagt. Einen Brief an eine dritte Person in die Feder und spielen das auf gute Art den Major in die Hände. Oh, toller Einfall. Als ob sie sich so geschwind hin bequem würde, ihr eigenes Todesurteil zu schreiben. Sie muss, wenn sie mir Freiheit lassen wollen. Wir setzen den Vater ins Zuchthaus. Sprechen von Anklage. Mit schrecklichen Haftbedingungen. Einem langwierigen Verfahren und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Befreiung. Gott, jetzt ihr Teufel.